Yo, moin, liebe Leute, und auch heute, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaft Simulator 17, hier mit dem Banausen. Hallo. Und dem Schwabenboy. Ja, hallo auch noch. So, ich mach mal meine Reinigungsaktion hier fertig und dann brauchst du Hilfe mit Traktoren, glaube ich, ne? Das weiß ich noch nicht. Weiß immer noch nicht, okay. Oh, ich hab Geld. Ich hab noch mehr Geld. Ach so, die Bäume. Ja, einen Moment, ich hänge in der Luft. Ich komme nicht mehr raus. Ich weiß, mich zieht's immer noch weiter rein. Braucht mal jemand an, oder muss man helfen? Ich brauche jemanden, der mir einschiebt. Ja. Es war aber ab zum See, dass das passiert. Mit den Baumstämmen hat man immer ein Erlebnis. Hier. Bin beim Sägewerk. Dreifeld 10. Da müsstest du den grünen. Den Pfeil eigentlich sehr auf der Map. Feld 10. Relativ oben. Ah, da oben. Oh Gott, wie kommt er hin? Ah, doch, er kommt. Mit Treibkontrolle hat man jetzt Allrad, da kippt man vielleicht raus. Aber. Nee, ich kriege. Oder? Kommt er? Nee, jetzt steckt er wieder. Jetzt könnte man sowas so falsch verstehen. Kommt er, jetzt steckt er wieder. Jetzt kommt er. Jetzt hat er verloren, ich habe. Bin raus. So. Danke. Ich hab's rausgeschafft. Brauchst nicht, okay? Na gut, dann krieg ich wieder. Du kannst aber trotzdem mit mir in den Wald, wenn du willst. Juhu. Das ist ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann. Also irgendwie ist das ein ganz komisches Thema, was ihr da so habt. Wieso? Bloß weil ich hier Frau jetzt bin. Jetzt kommt er. Und so weiter. Ich glaube, ich folge hier deinen Spuren. Das ist ein ganz schlimmer Schlingerkurs hier auf diesem Kiesweg. So. Also die ganze Karte sieht ja so abgerostet aus, ne? Ja klar, ist alles auf alt gemacht, ist ja logisch. Ich dachte nur, wir haben irgendwie so einen Pleitehof übernommen oder so. Deswegen sag ich, sieht aus wie bei DayZ. Ehemalige RPG. Du bist hier links irgendwo, oder? Wieso bist du denn jetzt schon wieder da hinten? Wollte gerade sagen, ich bin auf der Hauptstraße beim Hof. War auch mehr Zufall, dass ich da jetzt. Wo bist denn du? Ich bin jetzt bei Feld 10. Na, da bist du bei Feld 11. Jetzt fährst du einfach da entlang. Ja, ich folge dir. Direkt nach rechts auf der Hauptstraße raus. Wo willst du hin? Sag mir mal, wo du hin willst, das wäre vielleicht einfacher. Ja, in das Waldstück. Das, was links von dir ist? Ja, das dunkelgrüne Teil. Okay. Habt ihr jetzt den großen Traktor mit? Ich hab den dabei, ja. Wo ist denn du? Der 19 muss geflügt werden. Ach so, ja gut. Dann sollte man den kleinen austauschen. Ja. Das wäre nicht schlecht. Soll ich wieder zurückfahren? Ja. Ich fahr Traktor den ganzen Tag. Da 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 da. Ich merke gerade, ich bin auf einem ziemlichen Umweg gefahren, kann das sein? Nee, red schon wieder zu Hause. Ich bin eben, glaube ich, einen ziemlichen Umweg gefahren zu Feld 10. Ich bin über zwischen Feld 14 und 19 hoch, dann bei 15, 16, 12, 11, 6 und dann nach links da oben. Kann er den kleinen mitnehmen eigentlich, oder? Ja, den Holy Man. Ja. Den grünen hier? Ja. Den Anhänger brauchst du aber nicht, ne? Ne. Sag mal so, den einen von den dreien, wir haben ja nur drei Traktoren. Könntest du aber den Dreischemel mitbringen? Nee. Diese Kommentare so auf halbem Weg. Du könntest aber nochmal. Banause, was von diesen Geräten hier auf dem Hof ist, der Drehschemel? Der grüne Anhänger in der Flugzeughalle. Der kleine da. Ah, der kleine, okay. Das ist was aus wie ein Flugzeughangar. Ja. Genau, da ist ein kleiner grüner Anhänger drin. Ja. Den. Das hat jetzt keiner gesehen, so. Ja, dann nehmen wir mal den Flug mit. Manause, was ist der Dreschimmel?
Zu geil. Ich hätte dazu jetzt Anhänger in grün gesagt. Wenn wir mehrere Anhänger in grün haben, was machst du denn? Kleiner Anhänger in grün, großer Anhänger in grün. Und der mittlere und der dritte noch im kleinen und der vierte noch im fünften und. Ja. Genau. Und man kennt es auch umständlich. Gibt es noch jemand die Mathematik erfunden, wenn man es nicht einfach von 1 bis 10 durchnummerieren kann? Weil das nicht funktioniert, wenn wir 11 Anhänger haben. Wow. Oh Gott, Alter. Oh nein, jetzt haben wir Widmermacher auch, das noch. Oh Mann. Oh, natürlich. Aua. Was sei noch mit, wir machen schon Filter nur mittel auf den Traktor drauf. Gar nicht. Oh, ich bin auf der falschen Straße, sehe ich gerade. Ich wollte es nämlich schon immer mal probieren. Ah, das funktioniert doch. Weißt du, wie lang funktioniert? Fällt mir doch gerade was ein. Ach, da fliegen wir mal hier ein bisschen rum. Boah, Alter. Dies war gerade ein Server weg. Ey, da kommt er ja. Da könnte ich eigentlich den. Geschafft, den Baumschirm einladen, okay. Nee, zum Händler fahren. Also. Und noch das Gerät abholen, das dort in der Halle steht. Mit dem grünen oder mit dem roten? Ich weiß nicht genau, ob es hinten dran hängen kann. Ich nehme lieber mal der grüne mit. Der Anhänger lasse ich aber hier, ja? Ja. So, und den Händler finde ich hier wo? Einmal den Weg wieder runter. Ja. Und dann quasi einmal. Ach, der Einkaufswagen? Genau. Okay. Einkaufskorb, besser gesagt. Halt! Was? Ich bleib stehen, was? Ich meinte nicht dich. Achso. Der ist doch schon wieder auf halbem Weg. Ich dachte, das ist wieder so ein Kommentar. Ach, du könntest noch mal. Hallo? Nee, ich so. Wollte mir was austesten. Also ich möchte nicht der Kerl sein, der hier auf diesem Holzstuhl direkt neben den Eingangshalle steht und die ganzen Traktoren rein und rausfahren. Warum? Ja, wenn so ein Traktor mal versehentlich falsch abbiegt, dann hinter dir im Rücken. Ja gut, ein bisschen Berufsrisiko ist überall. Abgesehen die ganzen Abgase hier. Ach, wenn jeder nass voll nimmt, ist weg. Ein kameradschaftlicher Zug, ja. Du hättest es denn gerne? Aus. Okay, cool. Was? Der Hakomat 2000. Der ist wirklich so? Hakomat heißt doch 2000, das weiß ich nicht, aber Hakomat heißt er.
Akkumat HM4300. Heizhack. Okay. Einfach mal hier irgendwo her. Dann baust du das Ding mal auf. Na, schon wieder gekauft. Hakomat 4300. Kann der? Was macht der? Na, was macht Hacken. Er, wenn er Hakomat heißt? Das weiß ich doch nicht. Ein Hacken. Richtig. Hakomat. Hakomat. Ich hätte ja eher Häckslermat getauft, wenn ich hier steht, dass er häckselt, aber okay. Ich habe nicht getauft. Vor allem hat sie den Anwalt, wie sie mit dem Kamin. Du jetzt hier, du sollst ja schon ein bisschen neben dem Anhänger drin fahren, wenn man sollte das aufladen. Auf achso, okay, weil die Ladefläche zum Beladen nämlich hier rechts ist, okay. Du kannst aber so ja drehen. Boah, auf Mason Leo. Quatsch. So. Das Rohr kann ich drehen, wie? Mit O normalerweise. Oder es richtet sich von selber aus. Also mal schnell gucken. Oder fährst einfach jetzt. Fahr einfach rückwärts her. Nee, das kann ich nur auf und zu klappen. Kannst du da auch rückwärts ranfahren? An den Anhänger rückwärts, okay. Nee, ja, jetzt hat er es. Ja, aber dann fahr trotzdem auf die Seite rum. Diese hier, okay. Okay. Achso, ja gut, ich bin wieder einfach auf der falschen Seite. Nein, ja, deswegen wollte ich ja auf die andere, egal. Okay. Warte, doch rückwärts rein. Wenn du bist, fahr doch ein bisschen langsamer. Nein, nicht so. So? Jo. Und jetzt einschalten. Mal mit B. Dann kannst du aufsteigen. Okay, das ist Blödsinn jetzt. Dann schüttelt er sich aber aus, das ist blöd. Er nimmt mich gerade so ein bisschen an den Hund, der versucht seinen Stock durch die Tür zu kriegen. Wenn er hinten war, noch Bescheid, dann stell ich ihm Hilfe. Ich muss das Gerät selber schon mal testen, ich hab noch nie testen. Kann es sein, dass der zu dick ist? Sei das ja zu dick ist, der Arsch. Warte mal, hier gucken wir da rein und gehen mal. Na? Ich wollen wir da auch nicht. Okay, wir brauchen da die kleine die Tür noch rein. Das wird ja lustig hier. Das heißt, man ja eigentlich nur die Baumspitzen nehmen oder wie? Ja. Ja, so ein toller Akkumat. Ja, ist halt für kleine Leute. Aber es funktioniert. Gibt Hackschnitzel. Immerhin schon 414 Liter. Die große schmeißen wir einfach an den Rand, na, die laden wir dann so auf.
Warte mal. Alles schon ein bisschen giftig hierher. Ich weiß nicht warum, der eine will da nicht wirklich weiter rein, ich kriege aber nicht mehr raus. Das ist wahrscheinlich auch schon zu dick. Das reduziert die Ausfuhr aber auch sehr wenige. Das Gefühl habe ich auch gerade, ja. Die waren alle zu dick, die sind alle zu dick da. Warum kostet der große Flug dann 77.000, wenn das aber... Was? Der große Flug kostet 77.000. Ja, und vor allem ein 400 PS Schlepper. Und dann mischte ich nochmal den Baumfäller ein. Drück schon mal 1. Ja, ich weiß, wie hätten sie gestartet. Der hier sieht relativ dünn aus. Da haben wir mal E-Plus wahrscheinlich, dass die Gipfel nutzen können. Jetzt so ein bisschen schade. Ich hab bloß so wenig reingeht. Das war ein bisschen ein Fehlkauf. Ach guck mal, der hat aber schon gelernt, dass man die mit Frontlader umdrucken muss. Mir fiel mehr außerhalb lieb ja nicht, nachdem es hieß mit der Hand, ist so schwer, ist so schwer. Ja. So. Ja, aber der liegt aber komisch auf dem Manning, aber auf jetzt, ey. Alter, schlag mich noch, Baumstamm, ey. Hallo, bleib mal stehen. Mein Gott. Ich? Nein, nicht der Baumstamm. Achso. Dann sägen wir nicht alles so in Stückchen. Lassen wir das dicke lang. Gehen wir als Langholzlader. Dass der Häcksler so klein ist und nicht richtig viel häckseln kann, macht aber ganz schön Lärm für den Boden. Ich will bei den Leuten auch die Gleiste haben, die größte Kosten. Oh, das ist echt ein.
fruchtbares Gerät, sage ich mal. Oh, Schwabe darf gleich die Folge beenden. Auch schon wieder. Hier kippt ja gar kein Baum von selbst, kann das sein? Das kann sein, ja. Selten, ganz selten. Dabei sehe ich die schon so mit Absicht so schräg, dass die so das leiden. Ne, ist ja egal, haben wir auch mal probiert. Oder du siehst da wirklich ein paar Mal schräg rein, dann irgendwas fällt der dann auch, aber... Aber dann hast du bloß eine Haufe Brickele. Ja, genau. Was hat man dann? Ein Haufe Brickele. Ich weiß nicht, wie man das ist. Ich merke schon, ich muss echt Untertitel einbauen in meine Videos. Ja, über die Fremdsprachen, ja. Wie sagt man das auf Hochdeutsch? Ein Stückchen. Also kleine Stückchen? Stückle, ja. Ja. Da hast du dann immer so kleine Stücke über, ja. Stage halt Brickele. Wie mit Brickele lachen auch. Aber das ist ein anderes Thema. Hallo? 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 Ich dachte, es ist Tschüsszeit. Ja, hab ich ja gesagt, aber Schwabe will ich da nicht. Also, ich muss jetzt, also okay. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Da beim nächsten Mal rein, wenn es weitergeht, hier auf der Sosnowska. Mit dem Banausi und mit dem Anno. Schaut bei Ihnen auf dem Kanal vorbei, Link wie immer in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch, tschüss. Tschüss. Ciao.